Ich möchte heute was über den Himmel erzählen, weil es einfach so wunderbar ist. Weil ich muss es dir einfach erzählen, weil viele sagen ja im Himmel, die stellen sich das so vor wie ja auf einer Wolke, so langweilig mitdüsen. Aber im Himmel sein, das heißt auf einer neuen Erde mit einem neuen Himmel und einer heiligen Stadt zu sein. Und wahrscheinlich denkst du, ich habe einen Sonnenstich oder irgendwas genommen, aber habe ich nicht. Ich erzähle dir nur das, was Jesus sagt, was in der Bibel steht. Und ein Jünger von ihm, Johannes, der hat das auch schon gesehen. Und in der Offenbarung steht, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Also echt eine Stadt und neue Erde. Und es steht dort auch weiter in dem Text, dass Gott all unsere Tränen abtrocknet, dass es kein Tod mehr gibt, kein Leid mehr gibt, keine Schmerzen mehr gibt. Jesus sagt, dass er dort hingegangen ist, Wohnungen für uns vorzubereiten, dass die Mauern aus Diamanten sind und die Stadt aus Gold und dass Gott selbst dort immer leuchten wird, dass es keine Nacht mehr geben wird. Es ist einfach ein wunderbarer Ort und ich würde mich freuen, wenn du mitkommst. Und wie kommst du in diese Stadt? Das will ich dir ja sagen. Durch Jesus, weil Jesus sagt selbst, ich bin die Tür. Und durch Jesus kommst du in diese Stadt hinein. Aber diese Tür ist etwas Besonderes, denn durch diese Tür schreitest du hier im Leben. Du kannst dich nicht mehr entscheiden, wenn du gestorben bist, dann ist es zu spät. Jetzt macht Jesus dir die Tür auf, du kannst ein Leben mit Jesus führen und ewiges Leben dort auf der neuen Erde haben. Ansonsten, es gibt halt auch noch einen anderen Ort, von dem die Bibel spricht, von dem Jesus spricht. Und das ist halt der Ort, wo du von Gott getrennt bist, wo es dunkel ist. Ein Ort der absoluten Hoffnungslosigkeit. Und naja, was gibt es Schöneres dann als die neue Erde, als ein ewiges Leben mit Jesus? Und in einem Text von Sido heißt es ja, der Himmel soll warten, weil ich habe noch was vor. Und niemand weiß doch, ob er das noch schafft, was er vorhat noch im Leben. Und wenn das stimmt, was Jesus sagt, na dann lohnt es sich doch, sich vorher zu informieren und zu schauen, ist Jesus wirklich der Weg, ist er wirklich die Tür? Und dann, wenn du es erkannt hast, auch einzutreten. Und du kannst auch auf meiner Internetseite noch mehr von Jesus erfahren, auch mehr über diese neue Erde und den neuen Himmel unter www.netzwerk-c.de. Und ja, bis dahin sei mächtig gesegnet und vielleicht sehe ich dich ja im Himmel mal oder vielleicht auch schon vorher. Tschüss!